Video an und Lotte hüpft aufs Bett. Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Fällt euch irgendwas auf? Ich war gestern beim Friseur und habe mir blonde Strähnchen mit Olaplex machen lassen. Da geht sie wieder. Ich habe das Video eigentlich gestern Abend auch schon abgedreht, aber zum einen waren die Lichtverhältnisse sehr schlecht. Zum anderen war es ein sehr emotionales Video, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass ich nach fast einem Jahr endlich wieder beim Friseur war, dass ich ein bisschen durcheinander geredet habe und auch einige Infos ausgelassen habe, die vielleicht für euch doch interessant sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das Video jetzt nochmal neu abdrehe. Also wie gesagt, war ich gestern beim Friseur. Ich habe jetzt schon eine Nacht auf den Haaren geschlafen. Und ich habe mir blonde Strähnchen mit Olaplex machen lassen. Ich wollte unbedingt die Haare mit Olaplex färben lassen, weil es einfach die Haare nicht so sehr angreift beim Färben, vor allem beim Blondieren, und sie dann eben doch mehr schont. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist ein sehr natürlicher Look geworden. Ich hatte einen riesengroßen Ansatz. Also mein Ansatz war wirklich unglaublich. Der ging ungefähr bis hierhin, also es sah wirklich schrecklich aus. Oben war alles dunkel und unten war dann das helle Blond. Und ich wollte eben nicht mehr ganz dieses helle Weißblond haben, weil das so einen leichten Graustich hatte. Und ich wollte einfach einen schönen Blondton. Ich wollte auch keinen Gelbstich haben und deswegen habe ich zusätzlich zu den Strähnen noch ein Glossing bekommen. Und zwar sind meine Haare jetzt so sandfarben. Also ich habe ein sandfarbenes Glossing bekommen. Es war so, dass ich 55 Strähnchen bekommen habe, über den ganzen Kopf hin verteilt. Das hatte ich dann ungefähr 10 Minuten auf meinen Haaren. Danach hat sie nochmal geschaut und dann waren sie nochmal ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Haaren und sind eingewirkt. Dieses Mal war ich gar nicht unter der Haube. Also sonst, wenn ich mir die Haare gefärbt habe, beziehungsweise wenn ich Strähnchen bekommen habe, war ich immer unter einer Haube. Aber dieses Mal hatte ich wirklich nur die Folien im Haar mit der Farbe und das Olaplex, das war mit der Farbe vermischt und wurde dann quasi in den Ansatz gegeben und mit in die Längen verteilt. Die Spitzen wurden nicht mitgefärbt, aber da ich ja nachher das Glossing noch drüber bekommen habe, sind die Spitzen jetzt unten nicht ganz so hell-weißblond, wie ich das davor hatte. Dann haben wir zusammen das Glossing ausgesucht. Da kam dann auch noch mal jemand dazu und hat mich mit beraten, weil ich ja auf keinen Fall weiß-graue Haare wollte oder eben einen Gelbstich, da hatte ich wirklich so ein bisschen Horror davor. Und dann haben wir zusammen das Glossing ausgesucht, dann bin ich in den Waschraum gekommen, das war ein extra Raum und das war voll cool. Das waren so richtig bequeme Sessel oder Liegen und dann war oben noch ein Bildschirm und da lief dann so eine Tierdokumentation mit beruhigender Musik und dann wurden mir eben die Haare gewaschen, die Farbe wurde ausgewaschen. Und danach habe ich das Glossing bekommen, das dann auch nochmal in die Haare eingewirkt ist für ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Und dann war ich auch schon fertig. Ich habe mir dieses Mal die Haare nicht schneiden lassen, also wirklich nur Farbe, weil ich die Haare wieder wachsen lassen möchte. Ich musste sie mir ja leider bis hierhin abschneiden und ich bin froh, dass sie jetzt wieder auf diese Länge gewachsen sind. Und ich lasse mir jetzt erstmal immer nur die Spitzen schneiden, aber meine Mama hat mir vor kurzem die Spitzen geschnitten und deswegen wollte ich sie jetzt nicht nochmal schneiden lassen, nach ein paar Wochen schon wieder. Also deswegen wirklich nur Farbe. Und ich bin so froh, dass ich jetzt keinen Ansatz mehr habe, sondern dass ich jetzt am kompletten Kopf wieder meine Strähnchen habe und dass ich quasi wieder blond bin. Es ist eine sehr natürliche Farbe. Durch das Glossing habe ich auch so einen schönen Glanz in meine Haare bekommen. Also sie haben wirklich sehr, sehr schön geglänzt und glänzen auch jetzt noch schön. Ich hoffe, es kommt durch die Kamera rüber. Und ich bin auch mit dem Olaplex sehr zufrieden. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, vielleicht wirkt es ja doch nicht so gut, weil die einen schwärmen davon und sind total davon begeistert und die anderen haben dann vielleicht doch nicht ganz so gute Erfahrungen damit gemacht. Aber bei mir hat alles wunderbar geklappt und ich kann wirklich sagen, dass ich Olaplex empfehlen kann. Die Behandlung mit Olaplex hat jetzt zusätzlich nochmal 50 Euro gekostet, also das kam nochmal zusätzlich drauf. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es sich lohnt und dass es sich auch auszahlt und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ergebnis findet, ob ihr einen Unterschied seht und wie es euch einfach gefällt und ob ihr auch schon mal eure Haare mit Olaplex gefärbt habt und wie ihr damit zufrieden seid, wie eure Erfahrungen damit waren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und ich freue mich so sehr, dass dieser Ansatz weg ist und da sitzt der Hase schon wieder auf dem Bett. Oh, Lotte. Die Lotte, oh Mann. Ja, was denn? Also ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich freue mich jetzt einfach,
dass die Haare wieder ordentlich und gepflegt aussehen und eben dieser schreckliche Ansatz weg ist. Wir sehen uns auf diesem Kanal am Montag wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Live like a lady. Tschüss!